Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt, und ich begrüße Sie zum Thema Zecken. Sie werden von mir in den folgenden Minuten erfahren, was ich meine, nach jahrzehntelanger Sprechstundenerfahrung, Ihnen über dieses Thema an wichtigen Infos geben zu müssen. Zecken gehören zu den Spinnentieren und deshalb haben sie 4 Beinpaare. Sie halten sich vor allem im Gras, im Gebüsch, an Sträuchern und Bäumen bis ca. 1,50 Meter Höhe auf und warten, bis ein Tier oder ein Mensch vorbeikommt und lassen sich dann von ihnen abstreifen. Gar nicht so langsam krabbeln sie dann an eine für sie günstige, oft versteckte Hautstelle, wo sie mit Hilfe ihres Stechapparates Blut saugen. Sie beißen also nicht, sondern stechen mit einem ganz besonderen Stechapparat durch die Haut hindurch, wobei dann eine Art Widerhaken verhindert, dass man die Zecke einfach so wieder entfernen kann. Bei diesem Stich- und Saugakt kann die Zecke Krankheiten, für die sie als Wirt fungiert, übertragen. Die beiden wichtigsten sind die Frühsommer-Meningoenzephalitis, bekannt unter FSME, und die Borreliose. Die FSME-Viren befinden sich in den Speicheldrüsen der Zecke und werden in dem Moment des Stiches bereits übertragen. Die Borrelienbakterien befinden sich im Darm der Zecke und es dauert mindestens etwa 12 Stunden, bevor sie übertragen werden. Vor der FSME können sich ab dem ersten Geburtstag alle, die möchten, mit einer Impfung schützen. Eine Therapie nämlich gibt es gegen die FSME-Erkrankung nicht. Gegen die Borrelieninfektion gibt es keine Impfung. Sie ist jedoch mit Antibiotika behandelbar. Wichtig dabei ist, dass die Wanderröte, die einige Zeit nach dem Zeckenstich auf der Haut sichtbar wird, erkannt wird. Und dazu gibt es auf meinem Kanal ein extra Video über diese Wanderröte. Bei der Borrelieninfektion ist also entscheidend, dass die Zecke möglichst schnell erkannt und entfernt wird, denn erst nach 12 Stunden kommt es zur Übertragung. Und jetzt sind wir beim wichtigsten Punkt dieses Videos angelangt, bei der Frage nämlich, wie entfernt man die Zecke am besten? Ich habe in 30 Jahren jede Zecke, und es waren Hunderte, mit Hilfe der Pinzettenzange und durch eine drehende Bewegung ohne Kraft vollständig entfernt und damit die besten Erfahrungen gemacht. Hiermit lassen sich die Zecken am einfachsten entfernen, schmerzfrei und vollständig. Wobei es tatsächlich keine Rolle spielt, ob noch ein Rest der Zecke, nämlich der Stechapparat in der Haut, verbleibt. Eine erhöhte Infektionsgefahr geht davon nicht aus. Dieser Rest wird mit der normalen Hautabschilferung mit der Zeit von alleine herauswandern. Lediglich das Fremdkörpergefühl kann manchmal erheblich stören. Und deshalb ist es schon sinnvoll zu wissen, wie eine Zecke am einfachsten vollständig zu entfernen ist. Tatsächlich, und das haben jüngste Beobachtungen eines engagierten Mitmenschen im Selbstversuch ergeben, verlassen die Zecken nach vollendeter Blutmahlzeit die Haut selbst über drehende Bewegungen. Ich habe vorhin schon von den Widerhaken des Stachelapparates gesprochen. Diese befinden sich in einer gewindeähnlichen Anordnung und deshalb lassen sie sich durch Drehen auch entfernen. Dazu sollte die Zecke aber möglichst nicht gequetscht werden, weil das zum Erbrechen des Darminhaltes führen könnte. Und deshalb sollte man nach meiner Meinung auch eine spezielle, vorne ganz schmale Pinzettenzange benutzen, mit der man die Zecke direkt an der Haut, quasi am Kragen, packen kann. Neu ist der sogenannte Zeckendreher. Ein Instrument, das aussieht wie ein Stift mit elektrisch rotierenden feinen Borsten, mit dem Zecken faszinierend einfach und ganz ohne Quetschen entfernt werden können. Im Internet finden Sie über den nicht ganz billigen elektrischen Zeckendreher alle Infos und Videos darüber. Jedenfalls wissen Sie jetzt alles Wichtige über Zecken und ihre Entfernung.